Die Zeit, sie läuft Alex Schwarzer davon. In 4 Tagen endet die Nennfrist für Rio de Janeiro und bis dahin muss sein Verteidiger Gerhard Brandstätter eine Aufhebung der am 8. Juli verhängten Suspendierung erwirken. Wie er das schaffen will, erklärte der Bozner Anwalt am Mittwochnachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz, die Brandstätter Schwarzer und der Trainer Sandro Donati in Sterzing in einer Holzhütte abhielten. Was den Rekursweg betrifft, wissen Sie, dass wir in diesen Stunden einen Antrag an das internationale Sportschiedsgericht in Lausanne stellen und hoffen, dass sich ein Richter endlich zuständig erklärt, eine Dringlichkeitsmaßnahme zu ergreifen. Die Verteidigungsrechte des Herrn Schwarzer sind aufs Gröbste verletzt worden. Wenn man denkt, dass die Probe am 1. Jänner entnommen und am 5. Januar getestet wurde und erst am 21. Juni wurde ihm der Befund zugestellt. Die zweite Probe wurde für den 5. Juli festgesetzt, obwohl es keinen Grund gab, sie vorzuziehen. Eine Antwort kam am 8. Juli, also wenige Tage vor der Einschreibung für Rio. Das heißt, praktisch sind wir nicht in der Lage, wie es sich auch in Rom gezeigt hat, ein Verfahren zur Verteidigung von Alex abzuhalten und müssen jetzt hoffen, dass im Dringlichkeitswege entschieden wird und deshalb sind wir in Lausanne. Ich möchte nur unterstreichen, dass wir am 8. Nachmittag, Freitagnachmittag, die Mitteilung bekommen haben über die Suspendierung, die wir endlich anfechten konnten. Wir waren am Montag am Vormittag in Rom, haben am Dienstagabend, also gestern Abend, erfahren, dass Rom sich zwar für das meritorische Verfahren zuständig hält, aber nicht für ein Dringlichkeitsverfahren. Das war gestern am Nachmittag. Heute Nacht, morgen in der Früh gehen wir nach Lausanne. Aber das zeigt schon, der Ablauf, dass das ein Stein des Mosaiks war, um eine Verteidigung von Alex zu unterbinden. Schwarzers Unschuld könnte auch durch einen DNA-Test nachgewiesen werden, wie sein Verteidiger betont. Von einem DNA-Test könnte man, so wie mir die Technik erklären, entnehmen, ob diese Dopingmittel eingenommen worden ist, das heißt, dass es ihm eingeführt oder eingeflößt worden ist über Speisen oder Getränke oder ob es eben einer Manipulation der Provetten zuzuschreiben ist, dass eben dieser Wert dann vertreten war in der Urinprobe. Alex Schwarzer möchte sich endlich verteidigen können. In einem Jahr von einem Gericht Recht zu bekommen, interessiere den 31-Jährigen nicht. Der Kalcher wolle jetzt seine Unschuld beweisen. Weil man seit 4 Jahren in Osha reist für den Wettkampf. Und ich will im Wettkampf sagen, was ich kann. Und nicht in einem Jahr in irgendeinem Gericht. Deshalb bringt man den Wettkampf nicht mehr zurück. Ich bin unschuldig und ich probiere bis zur letzten Möglichkeit zu trainieren und zur Olympia zu gehen. Ich habe schon gewonnen ohne Doping und ich gewinne wieder ohne Doping. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass wir die Möglichkeit kriegen, unsere ganzen Dokumente, unsere ganzen Einsichten, die wir jetzt in den letzten Tagen gewonnen haben, rechtzeitig durchzulegen und dass ich mich verteidigen kann. Das Training momentan ist alles andere als einfach und ich tue es für mich und für die Leute, die mich seit Monaten unterstützen. Aber das ist auch kein anderer. Ob der internationale Sportgerichtshof Cass in Lausanne Schwarzer Suspendierung letzten Endes aufhebt, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Aber wie gesagt, viel Zeit bleibt Alex Schwarzer und seinem Verteidiger nicht.